Moin und willkommen bei eurer Lieblingsmurkser. Ja, was machen wir heute? Heute geht das Gurkenprinzip weiter und wir müssen uns um den pinken Golf kümmern. Ich meine, der pinke Golf ist ja das Gurkenprinzip in Person. Also gurkiger wie die Kiste geht es definitiv nicht. Aktuell sitzen wir gerade im Fischermobil, ohne Auspuff, ohne alles und ohne heile Kopfdichtung. Aber funktioniert ja trotzdem irgendwie, seht ihr ja. Übrigens hat er kein Wasser mehr gesoffen seitdem. Also alles im grünen Bereich. Auch wie viel mit offenen Deckel fahren momentan, weil ich denke mal, weniger Druck auf dem Kühlersystem ist nicht immer so schlecht, dass er so ein bisschen so hier sich darin noch aushärtet. Ja, man muss ja als Fuscher so ein bisschen, ne? Man muss ja schon wissen, wie das also funktioniert. Gut, unser Platzproblem haben wir erstmal gelöst. Der Vermieter ist erstmal besänftigt. Wir kümmern uns heute um den einen pinken Golf, den wir noch stehen haben, das Golf 3 Cabriolet. Pinky, ich denke nicht, dass wir damit heute fertig werden, aber wir werden wohl einige schaffen. Wir haben jetzt 10 Uhr, um 12:30 müssen wir sauber sein. Also zweieinhalb Stunden haben wir Zeit, also wird schon schief gehen, würde ich mal spontan so sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, lehnt euch zurück, genießt dieses Video, ich werde mich quälen und ihr könnt mir dabei zugucken. Bis gleich. Wir müssen die Tage drin aber zum Schrottplatz hin. Weil ich weiß noch gar nicht, ob die jetzt mittlerweile schon den hier Dingsen zerlegt haben, den 6N mit den Alufelgen für den hier. Weil wäre nicht schlecht, wenn wir die mal kriegen könnten. Dann könnten wir endlich hier immer so ein bisschen aufmotzen. Das Fuschermobil. Spezial. Aber wenn das heute eigenermaßen okay. Also ich sag mal, das ist so semi-schlecht. Oh, mein Handy klingelt. Jetzt geht's los. So, hier, wenn ich das sagen wollte, was momentan in der Kommentare ganz lustig ist, weil ich jetzt zwei Autos zu verkaufen habe. Ich habe einmal den Trabi Kombi zu verkaufen und einmal den hier, den Golf 2. Ja, wenn ihr mir alle schreibt, hier, ihr wollt das Ding kaufen, boah, die Dinger halt kaufen, ja, dann kauft die Dinger auch. Da bringt ja nichts, wenn ihr jetzt mir erzählt, dass ihr die kaufen wollt. Oh ja, ich kaufe den. 10 Minuten später, oh, ist er doch ein bisschen zu weit weg, oder? Ach ja, ja, ich würde ihn gerne kaufen, aber bitte 20 Euro raten im Monat. Ja, geht auch nicht. Da kann ich nicht gegen anarbeiten. Ne, also ihr kennt die Preise. Der Golf soll 750 Tacken kosten. Das ist für einen Golf 2 GL in ziemlich gutem Zustand. Also TÜV hätte ist nicht viel zu tun bei dem Ding. Vollkommen im Rahmen. Trabi Kombi ohne Papiere, 500 Euro, gut, da kann man drüber reden. Da geht noch ein bisschen was nach unten. Aber gut, ist nicht dramatisch. Ihr werdet die Autos auf jeden Fall demnächst hier in Kleinanzeigen finden. Und in hier Mobile und so was. Aber wisst ihr, wie das ist? Erstmal die Zeit haben für die Scheiße, ne? Ja, mein Leben ist so, ich hab nicht mal die Zeit, mich eine Stunde hinzusetzen, um irgendwelche Autos zu inserieren. Das funktioniert nicht, das schaffe ich nicht. Das ist alles irgendwie durchstrukturiert. Naja, egal. Da wollte ich mal eben so gesagt haben. So, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Weil die Ampel ist ja wieder am Nerven. Ekelig windig heute, ey. Alter Schwede. So. Türchen auf. Das ist gar nicht mal so kalt. Wir haben ungefähr 16, 17 Grad oder was? Ah, ne, das ist ein bisschen übertrieben. Ich denke mal eher so 13 Grad. Aber na, egal. Aber der Wind ist ekelig heute. Auch so ein Film ist das ekelig. So. Klar läuft der. Was soll er denn sonst tun? So weit läuft immer. Rein mit dem Kollegen und dann gucken wir mal, was die Phase ist. Jetzt fangen wir an. Das Ding hier ist ein Scheibenwischermotor von Golf 3. Ja, wir tauschen den Motor, der hier drin ist, weil der ist ein Arsch. Da sind die Kohlen von runter. Der hat ja keine Kraft, weil der kann ich euch ja zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt.
Warte, ich mach mal Entzündung und Scheibenwischer an. Da habt ihr wenigstens mal einen Blick, warum ich das mache. Der hat sich mit der Zeit wurde immer schlimmer, der Motor, und irgendwann ist das fast im Ausfallen. So, Zündung. Oder, so. Seht ihr? Da kommt nichts mehr. Oder der Rest wenigstens. Das ist so die Restleistung von diesem scheiß Scheibenwischermotor. Ich hab Kraft. Ich kann Art. Ich bin ein Wischer. Komm schon. Komm schon. Also, ich meine, wenn ihr jetzt hier Regen habt mit mehr als einem Tropfen pro Minute, wäre ein bisschen mehr Leistung geiler. Das Relais geht aber auch nicht. Weil der das Relais eigentlich zurückstellt. Naja, egal, wir tauschen das Scheißding mal aus. Wenn wir den scheiß Scheibenwischer abkriegen, der ist so festgegubbelt, den kriegst du so nicht abgezogen so einfach. Meistens wenigstens. Nehme ich jetzt den Abzieher, steck den hier drauf. Schraube ist schon gelöst, wie ihr seht. Und dann ziehe ich den hier so ein bisschen ab. Müsste der eigentlich abgehen. Ja, aber willst du machen, ne? Wenn das normal nicht geht, muss halt hier Spezialwerkzeug für sowas nehmen. Es gibt also auch so spezielle hier Scheibenwischer-Abzieher, die sind deutlich geiler. Meine ist ein bisschen fummelig, aber müsste eigentlich auch irgendwie schon schief gehen. Jetzt ziehen wir den mal ganz leicht an. Müsste eigentlich kommen. Jupp, da war. Habt ihr gesehen? Da war Leben drin. Schmeiß weg, die scheiß Klappe. Tada! Ja, Unterlegscheibe wiederfinden und dann ist alles gut. Seht ihr, er hat hier so ein Zahngestänge. Ist immer ganz schlecht, da kann man den nach einstellen. Könnt ihr das hier besser sehen? Ja, hier sieht man das Zahngestänge. Seht ihr das? Ihr könnt den setzen, wie ihr wollt. Ihr könnt rein theoretisch den Schäfer so setzen, dass er immer nach außen schlägt. Also am besten ist, wenn ihr solche Dinger anbaut, immer auf Nullposition. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn ich jetzt den scheiß Motor tausche, aber er wird schon schief gehen. Gurkenprinzip. Ja, bei den Giraffen gibt es hier wieder zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, ihr baut alles ganz ab oder ihr baut das halb ab. So, hier haben wir den Motor. Den Scheibenwischermotor. Stecker sieht noch relativ okay aus. Ziehe ich dann mit beiden Händen ab, nicht, dass ich ihn kaputt mache. Was haben wir denn noch hier? Ich habe noch nie so ein Ding abgebaut, aber ich gehe mal davon aus, das ist relativ easy. Ach so, hier schon mal im Voraus, früh angekündigt mal ausnahmsweise. Das nächste Community-Treffen, ne? Das ist hier in Hannover. Mit dem hier. 1. Mai, Maikäfer-Treffen. Wisst ihr Bescheid? Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeikommen. Ich muss heute erstmal den Kollegen so zum Laufen bringen, dass wir auch damit überhaupt ankommen. Aber ich gehe mal davon aus, so kriegen wir wohin. Ach, ist das Leben nicht schön. Wollte ich jetzt gerade mal eben testen. Ja. Ob der Motor funktioniert. Der andere, bevor ich einen neuen einbaue. Hätte ich den Stecker genommen, dran gemacht, getestet. Aber was sehe ich jetzt? Ja. Was haben wir? Genau, der falsche Ersatzteil. Also können wir Scheibenwischer schon mal abhaken. Übrigens, ich habe den nicht bestellt. Der wurde mir mitgeliefert. Der Motor. Gut, ich gebe mal eben der Besitzerin von der Karre Bescheid, dass wir einen anderen Motor brauchen, einen anderen Wischermotor brauchen. Ja. Ja, so ist das Leben halt. Gut, immer gerade Teile bestellt. Also da kriegt noch zwei neue Keilriemen, habe ich mich gerade entschieden, weil die beiden allen auch nicht gut aussehen. Den Motor habe ich jetzt auf eine Besitzerin outgesourced, den soll sie besorgen. Ob sie jetzt neu kaufen will, Gebrauch kaufen will, aber eigentlich kosten die Gebrauch ja nichts. Wir gehen jetzt mal unter das Auto. Also mal eben gucken, wegen dem Flexrohr, ob das jetzt abgerissen und hoffnungslos ist oder ob wir da vielleicht noch irgendwas schweißen können, wenn wir Glück haben. Ich denke wahrscheinlich auch eher, dass das erste, das wahrscheinlich abgerissen ist. Das heißt, er wird dann auch bestellen müssen. Aber gut, das ist ja klar, das gehört ja dazu. Können wir noch irgendwas auf dem Zettel stehen? Ja, ein Bremslicht können wir noch machen. Gefahren sind wir den ja schon. Und die Innenraumlampe geht nicht, die können wir uns auch noch mal angucken. Ja, mal schauen. Gut, erstmal Auspuff. Ab und nach aus und pufft, das sehen wir ja dann. Eigentlich ist die Baustelle gar nicht so groß bei der Kiste hier. Da geht eigentlich relativ fix alles. Wenn man halt Teile hat, ne?
Na scheiße, wenn ich jetzt nicht an die Auffahrrampen ran will, muss ich das Bier vom Community-Treffen beseitigen. Und ich bin so eine faule Sau, aber eine Scheiße. Naja, ich räume dann mal. Aber die Malzbier aus Brot ist gar nicht mal so schlecht. Denke dafür noch. Da kann ich mir eine gute Pisse saufen, vor allem in den Oettinger, da ist auch noch Alkohol drin. Irgendwie. Ja, irgendwie ist überall ein Rest Alkohol drin, aber das ist schon hier. Wir waren alle gut angeheitert auf dem Treffen. Wir nicht gewusst haben. Naja, egal, so ist das Leben. So rütteln wir mal eins zurecht. Jetzt muss der hier. Warte, jetzt zauber ich. Genau, ich zauber jetzt. In einer Sekunde ist das Ding jetzt oben. Bip. So, oben ist er. So schnell geht das. Das schmeißen wir uns mal eben unter. Oh, das ist schon wieder so super. Ich den Audi so schon hingestellt habe. So, hier sind sie bei Skyrim, die neu kommen. Weil die sind schon sehr, ich würde sagen, sehr ausgehärtet. Also weit fahren würde ich mit dem Scheiß nicht mehr unbedingt. Deswegen kommen die neu. Ja gut, das ist eh kein frisches Auto mehr, aber das kommt, weißt du, never touch a running system. Dann die Scheiße funktioniert. Warum soll die nicht auch fahren, ne? Achsmannschäden sind okay. Die Inneren sind übrigens seltener kaputt wie die Äußeren, weil die Äußeren die ganzen Lenkbewegungen mitmachen. Sieht man ja auch hier, wie die angeschliffen sind da. Drüben ist auch okay. Jetzt gucken wir mal den Flexrohr. Das ist hier. Das ist der Witz. Das ist dafür da, dass die Anlage hier beweglich ist. Aber das ist Schrott, seht ihr das? Das ist komplett weggerostet hier. Gesamten Rand. Da kannst du drehen. Aber da kann ich auch nicht mal anbraten. Da muss neu. Ja, wie läuft das dann, wenn es neu kommt? Folgendermaßen. Wird hier abgeflext meistens und wieder dazwischen geschweißt. Ist eine ganz ekelige Arbeit, aber na gut, muss ja gemacht werden, ne? Was haben wir noch? Cut, Schalldämpfer nach hinten. Und der Bodenrest sieht doch eigenermaßen okay aus. Also groß knusprig ist er nicht von unten. Also die Radläufe und so sehen schlimmer aus wie der Rest vom Auto. Daran sieht man, dass es ein Sommerauto ist. Auch wenn der viel im Winter draußen steht, aber. Ja, aber also müssen wir damit anfangen mit dem Ding hier. Weil wir haben bald Sommer und im Sommer soll es dann wieder laufen. Rein theoretisch habe ich noch ein bisschen Luft hier im Auftrag. Ich hätte die locker noch einen Monat stehen lassen, aber warum denn? Nee. Kann ich auch jetzt machen. Deswegen habe ich mir die Frist gesetzt. Natürlich Action hier. Ich sag's ja ungern, Leute, ne? Aber wir können heute nicht viel an diesem Auto machen. Ich hole jetzt gleich hier eben noch ein Glühbirnchen hinten raus und tüdel das mal eben neu. Haben wir schon mal Bremslicht neu gemacht. Aber sonst. Wir sonst machen. Ich habe es gerade Bescheid gesagt, Teile sind bestellt und die andere Hälfte der Teile, die kommen dann sozusagen jetzt hier per Lieferung wahrscheinlich morgen von ihr selber, von der Agneta, die die Kiste gehört oder was. Also, hier ist kein Leben und im Gegensatz dazu ist hier Leben. Also wissen wir, die Birne außen ist das. Hoffentlich bist du auch noch auf Lager, mal eben gucken. Wisst ihr, meine Schrottplatz-Errungenschaften immer, ne? Habe ich hier so eine Kiste. Und habe ich mal so alle möglichen Arten von Bierchen, von Glühlampen, einzig und zack drin. Oh, da hat eine weggefallen. Die ist sicherlich noch heil. Klar ist sie noch heil. Und so eine brauchen wir. Gut. Wichtig ist, wenn ihr die Dinger einbaut, ne? Dass ihr, wenn ihr so anfasst wie ich jetzt, dass ihr den nach abwischt, weil so habt ihr hier Fett drauf und das wird heiß und das Fett brennt sich an der Birne außen ein. Dann wird ihr so schwarz wie die andere ist. Und das darf ja nicht sein. Dann habt ihr ja weniger Leuchtwirkung. Also immer vorher abwischen, bevor ihr so einen Rotz da einbaut. Ist geiler. Die meisten von euch werden jetzt sagen, warum erklärt er so Mist eigentlich, aber ich kann mir vorstellen, das Gefühl, die wissen das nicht. Warte mal. Also hier haben wir jetzt die alte Glühbirne. Die Glühlampe, die vorher drin saß. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, da ist kein Faden mehr. Und da der Wolframfaden gerissen ist, kann der Scheiße nicht mehr leuchten. Ist ja kein Leuchtmittel mehr drin. Also ist dieser Kollege was für die Tonne und eine neue ist schon drin. Also läuft was hier. Schnelle Bedienung. Unglaublich, ne? Stunde hier am Gange, eins bevor wir bei dem Auto high gemacht haben, ist rein theoretisch ein einziges Bremslicht. Aber egal. Ja, so ist das Leben.
Das mit den Scheibenwischermotor ärgert mich ein bisschen. Das war eigentlich mein Hauptplan, den heute zu machen. Aber das kannst du ja vorher nicht riechen. Ich gehe mal davon aus, dass Cabrio vielleicht ein bisschen anderen Motor drin als das hier, als die normale Golf 3 Limo. Weil das Ding, was jetzt ist, vom Schrottplatz, original Bosch. Aber ich habe gesehen im Internet, die kriegst du ja auch wirklich für 30 Euro oder was in neu von irgendwelchen Nachrüstherstellern. Ist das überhaupt Bosch? Das ist gar nicht Bosch, oder? Das ist kein Bosch, das ist auch irgendwie so ein Scheiß. Oder? Ne, ist ja egal. Ist auf jeden Fall ein Motor. Aber steht immer nicht meine Nummer drauf. Auf dem anderen steht eine Nummer drauf. Richtig Action in der Bude. So, ich zündel mal eben den Rest hier zusammen. So wie es sein muss. Gut, die eine ist ein bisschen dunkler wie die andere, ne? Hier so guck, seht ihr da? Seht ihr da? Aber ich glaube, die Rotleuchten sind ein bisschen anders lasiert. Ich glaube, die sind nicht original so. Ich glaube, da wurde ein bisschen mit hier gefriemelt. Übrigens, Lasur, das ist natürlich mit ABE und Original und so, wird nie immer illegal sein. Lasieren ist übrigens nicht erlaubt. Der kriegt ja Haue mit der Polizei, wenn ihr den falschen kriegt. Gut, wir haben den Golf abgehakt. Ich werde jetzt den Golf hier drin stehen lassen bis morgen. Weil jetzt was anzufangen, um 10:45 lohnt sich auch nicht. Deswegen habe ich gedacht, jetzt fahren wir mal eben zum Schrotti des Vertrauens. Gucken mal, was die Polo-Felgen machen, das wir eigentlich morgen machen wollen. Und da sehen wir ja, ach, Schlüssel abziehen, meine. Ey. So, das Haltebrett kann auch raus. Das ist ganz praktisch für sowas. Dann gucken wir mal, was Phase ist. Schauen. Jetzt kriegen wir ja schon unsere Polo-Felgen. Das wäre ja geil. Ich fahre mit dem Pontiac, weil der Pontiac eh nach Hause muss. Ein Punkt Überführung. In meine Garage. Und dann fährt meine Frau mich nachher zurück, den Polo holen. Das ist mein Plan. Dann müsste eigentlich auch aufgehen. Weil das Auto ist erstmal für heute abgehakt. Ich gehe mal davon aus, dass der wahrscheinlich entweder, wenn wir die ersten Teile kriegen, zum Wochenende gemacht wird oder nächste Woche. Also könnt ihr euch darauf einstellen. Ey, ist gar nicht, diesen Lack ist ja, ne? Das ist ja nur so pink über. Das ist nicht angeschliffen, gar nicht. Seht ihr das? Das kannst du so. Hier. Dann kannst du wieder abholen. Das ist ein bisschen Abbeißer, macht den da drauf. Hast du wieder ein metallic-grünes Golf 3 Cabriolet. Ein bisschen Polizei danach, dann ist das gut. Aber ich glaube nicht, dass das Ding wieder metallig grün wird. Das bezweifle ich. Naja, egal. Gut, ihr wisst Bescheid. Ich juckel mal eben rüber. Bis gleich. So, kommen wir mal in einen schönen Blubberkasten. Jetzt gucken wir mal, ob wir tatsächlich die Felgen kriegen. Ich weiß auch nicht, wie weit die beiden da sind. In der Schlachterei. Weil ich war jetzt schon selber reell seit 2 Wochen nicht mehr da. Und dementsprechend habe ich halt keine Ahnung. Fahrschule wieder. Das ist das gleiche Fahrschulauto, was wir gestern mit dem Golf 2 überholt haben. Das verfolgt mich oder sowas. Frag mich nicht. Das verfolgt mich wirklich. Alter Schwede. Jetzt hoffen wir mal, dass der Kollege auch am Berge anfahren kann. Wie er gleich zurückrollt und voll im Auto rein. Buff. Auch alles schon gehabt. Oh hier, ein Irmscher weg drauf. Da würde ich Irmscher drin, ist eine andere Frage, aber steht schon mal drauf. Glaube ich, i300 heißen die, ne? Die Irmscher weg drauf. i300 oder irgendwie so. Eigentlich auch nicht schlechte Autos. Auch unterschätzt. Bloß mal weg drauf, die Scheiße, die haben eine Hinterachse Querlenker und die schlagen dauerhaft aus. Ich habe schon dafür in so einem Opel-Club gewesen. Da haben sie 3 weg drauf gehabt insgesamt. Bei allen weg drauf ist hinten die Hinterachse weggebrochen. Und das ist eine Sache für sich, der muss nicht sein. Und ich hatte auch mal einen gehabt als Kombi. Und ja, auch so ein Spiel würde ich sowieso an der Hinterachse wackeln. Schrecklich. Sonst schöne Autos gewesen. Wunderschöne Autos. Eigentlich nicht, aber war ganz okay. Und ich hatte jetzt meine Kamera nicht in der Hand. Oha, schaltet jetzt. Der hat natürlich erstmal original abgesoffen und ist zurückgerollt. Der hat nicht viel gefehlt. Aber gut. Angefangen haben wir alle mal, ne, mit als Fahrschule. Also wir wollen uns ja alle nicht mal als hier Profis hinstellen. Also ich habe auch schon mal ein Auto bei der Fahrschule abgesoffen. Helmut Lotze, Werkzeugmaschinen. Das schwöre ich ja gerne, ne?
Da will ich oben auf dem Hof von meinem Vater spatzen. Oh Mann, was ein Geraffel heute. Bin ja gespannt, ob wir unsere Felgen kriegen. Wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht das Glück wirklich, dass wir wirklich unsere Felgen kriegen. Das wäre Hammer. Aber ich gehe mal davon aus, das Ding steht noch genauso in der Ecke rum, wie es vorher stand, weil momentan ist der Schrottplatz einfach überlastet. Mit den ganzen Abwackern und so weiter. Da kommen die gar nicht mehr gegen an. Das gibt ja der geilste Teil der Videos. Meine Augen. Guck mal, wie wir hier stehen haben. Nur für Restabfall. Alter! Aua! Der ist eine Echtfritte. Krass. Texas Edition. Oh, ich will das Schild haben, das ist ganz cool. Aber schade, das ist aber separat. Ja, wir gucken mal. Schöner Omega eigentlich. Guck mal, das war der TTI, der ist neu. Der ist erst seit kurzem hier. Der ist aber zu, ne? Ja, ich fast denken können. So, jetzt habe ich Schrottplatzwache. Die müssen eben ein paar Paletten umschieben und ich bin der Einzige jetzt hier und ich muss jetzt eben aufpassen. Wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Ja, nicht 1-2-1, was ich brauche, das sind die Berufsschulmotoren hier. Das sind Motoren, die haben so 100.000 Mal auseinandergebaut und zusammengebaut. Das ist ein Opel-Motor. A-Corsa, schätze ich. Übrigens sieht man hier die Hydrostößel hier. Die stellen die Ventile ein. Das sind so, da geht der Öldruck rein und damit wird das Ventilspiel automatisch eingestellt. Und hier ist das Ventil. Wenn du hier rauf drückst, mit Kraft jetzt kriegst du das Ventil öffnen. Hier oben ist die Nockenwelle drüber weg. Warte, ich kann euch das sogar zeigen. Für die Elektrikstunde hier oder die Autostunde von Max. Hier. Seht ihr hier? So. Seht ihr das? Da hat man hier Schlepphebel drauf, Kipphebel. Die sind glaube ich nicht mehr da. Doch, die sind hier. Und die hier, oh, das ist alles wie früher. Ich habe die Dinge oft zerlegt, diese Opel-Motoren. Dann habt ihr hier, warte. Ich baue jetzt mal einen Testaufbau hier auf. So. Wo waren die hier noch? Die lagen glaube ich hier drauf. Hm, schön schlossbrich. Übrigens hat der Motor hier 0 Kilometer gelaufen. Weil das sind Motoren, die haben sie auseinandergebaut, in der Berufsschule wird sie angebaut. Für mehr waren die nicht da. Wisst ihr Bescheid. Ach Kacke, ich wollte einen Golf 1 Motor haben hier. Original Golf 1 Motor, auch Berufsschule. Ja, der ist natürlich jetzt, weil ich gestern nicht da war, in der Zeit her in den Container gelandet. Der Schrott, der ist weg. Habe ich gerade nachgesucht. Wo ist denn die Führung? Da. Das war so und dann geht er hier in die Führung rein. So. Seht ihr? Hat er den mal richtig drehen? Ah, Testaufbau à la Max. Spontanes Motor erklären. So. Dann hast du hier den Kipphebel und dann ist da oben drauf die Nockenwelle. Die wird natürlich verschraubt mit richtig Kraft, mit Dichtung und sowas. Und dann dreht die sich und dann hast du hier diesen Nocken. Warte, wo kann ich den am besten drehen? Hier. Da dreht sich nichts mehr dran oder was? Oh! Die sieht aus wie neu. Die ist auch neu, aber die dreht sich gar nicht mehr. Naja, egal. Dann dreht dieser Nocken hier. Der hier drückt dieses Ventil rein. Und so öffnen sich die Ventile. Ja. Ganz grob. Grober geht's nicht. Oh, schönes neues Ding. Aber gut, weswegen ich jetzt gerade so staune. Warum fehlt wohl der Vergaser hier? Ja, der Vergaser fehlt folgendermaßen. Pierberg 1B. Auch am Windeshum findet man einen Korn. Wisst ihr Bescheid? Einzig Nervige hier dran ist, der VW-Motor, der hat hier den Schok anders. Das ist ein bisschen Schok, seht ihr? Luft? Weniger Luft. Magerer? Fetter. Guck mal, Opel. Ein Stück. Komplett. Das ist mein Aggregat hier. Sechszylinder, rein Sechser. Ich schätze mal, was ist das? Admiral, Diplomat? Sechszylinder? Gute Frage. Auch ein Sahne-Auto, ne? Vom Rost her geht ja auch voll klar, das ist gar immer so dramatisch. Boah, der ist aber kein Schrott, das ist ein Restaurationsobjekt hier. Die werden hier restauriert, solche. Ja. Was auch ärgerlich ist, die haben es hier vor ein paar Tagen, hat mir jetzt gerade der Kollege hier erzählt, haben die hier ein Subaru gepresst. Subaru Legacy. Boxermotor hinten drin. Oh, den hätte ich gern gehabt. Ärgerlich. Das ist ja ein Problem, wenn ihr hier nicht tätlich seid, ne? Dann geht es so viel gutes Zeug hier laden, das ist unglaublich. Ach, Golf 1 Motor ärgert mich am meisten, da war ich Ewigkeiten hinterher. Weil findet man einen Golf 1
Motor, ne? 1,6er, der hier, oder 1,5er eher gesagt, der 0 Kilometer gelaufen hat im Jahr 2018. Findet ihr nicht? So, wir gucken nochmal eben die Autos. Hier eine A-Klasse mit Schiebedach. Haben wir so ein Dach drin, auch nicht schlecht. Oh, ist das ekeliges Wetter heute. Wir haben hier noch eine A-Klasse mit Schiebedach. Turan. Ach, können wir eben kurz gucken, weil ich hatte letztens einen da gehabt, der auch den Kanal hier guckt. Der habe ich versucht. Der war jetzt hier gewesen, um sich einen Tacho auszubauen hier von dem Mercedes Coupé hier. Ich sagte immer, W210 Coupé zu, ist er ja kein W210. W, keine Ahnung was, Coupé, wisst ihr Bescheid. Tacho ist raus, hat er mitgenommen, siehste. Da hat wieder mein Kanal mal wieder eingeholfen. So dieses, der Videos und so, wisst ihr Bescheid. Schöner Polo eigentlich. Oh, schon wieder Handy am Klingeln. Heute ist wieder Action bei mir. Aber es ist immer eine Frau, das geht noch. Ja, das war schon wieder Sahne. Das sind solche Momente, da freut man sich. Da macht dieses Hobby wieder richtig Spaß. Ich meine, so ein Vergaser hast du nicht in jeder Ecke, ne? Ein Pierberg 1B. Und jetzt kriege ich ja nochmal einen zugeschickt. Und das kann ich aus zwei einen machen. Aber einen richtig guten. Ich meine, der hier, der hat 0 Kilometer Laufleistung. Und ihr guckt, das Ding ist nagelneu. Den macht ein bisschen, den pinselt man ein bisschen an und da ist das Ding wirklich... Mann. Manchmal freut man sich drüber oder sowas. Das ist schade, ey. Das ist ärgerlich. Der Golf 1 Motor ist wirklich ganz unten im Container. Haben gerade geguckt nochmal. Komme ich nicht ran. Müsste ich alles rausräumen aus dem Container. Das geht nicht. Ich kann ja keine Motoren heben. Ja, der ist verloren. Leider ist er verloren. Ein schönes Motorchen. Egal. Ich habe das Wichtigste. Und das ist ein Fox. Das sind so Kleinigkeiten im Leben. Oh, da freue ich mich wirklich. Ohne Scheiß. Glaubt ihr gar nicht. Ich freue mich darüber, dass ich das noch einen kriege. Weil dann kann ich wirklich, wie kann mir den Vergaser... Wo ist denn der jetzt wieder, der hier? Ich kann mir den geilsten Vergaser auf dem ganzen Planeten für meinen Golf 1 jetzt bauen. Ungefähr so ist das. Ach so, was wollte ich noch sagen hier? Ach so, morgen bin ich nochmal hier auf dem Schrottplatz. So gegen 10 Uhr. Wenn ich Glück habe, ne? Krieg ich den Motor, den Golf 1 Motor. Weil da kommt einer und der packert den Container leer und dann stelle ich mich mal daneben. Und wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, vielleicht kann ich noch retten, den 1er Motor. Wie gesagt, nichts auf der Uhr, ne? Nagelneuer Motor, den kannst du auch nicht liegen lassen. Auch wenn es einer der ersten. Ach, aua. Wenn es einer aus der ersten Serie ist. Scheißegal. Jetzt mal haben. Boah, der ist echt hardcore, der Mercedes. Nur für Restabfall. Ach ja. Ja, das war wieder ein komischer Tag, aber ich hab wieder einen Erfolg. Das sind solche Sachen, weißt du, nach dem ganzen Ärger, den ich jetzt gehabt habe, mit dem hier Vermieter und was weiß ich war, ne, ist das schon wieder geil. Das ist schon wieder solche Sachen, da sagst du, ja, du machst das richtige Hobby. Auch dann mit YouTube macht mir Spaß. Ne? Ich hoffe mal, dass es euch auch Spaß macht. Naja, ich bettle ja ungern, ne? Aber haut mal wieder so ein Abo rein oder was, wenn ihr noch nicht habt. Finde ich verkehrt. Ah, oh, die Gurken hier, Alter, die gehen ab. Hier stieß ja eine Ampel für 20 Jahre. Jetzt kommt der Pontiac gleich wieder in seiner Garage. Den müssen wir auch noch mal in den nächsten zwei Wochen mal irgendwie wieder rausholen, weil der braucht noch ein bisschen Rostkur. Der hat wieder ein bisschen Kantenrost. Ich habe mir verstanden angeguckt, Kantenrost an der Schweller wieder. Der hat ein bisschen Kantenrost an der Scheibenrahmen. Ne, und Türpack, ach, den haben wir ja schon gehabt. Ne. Gut, der Pontiac steht ein bisschen hinten dran, weil der ist ja sonst in Ordnung, aber... Das muss auch gemacht werden, weil Saison 2018 will ich ja nicht mit endgültigem Schrott hier gegenfahren, damit es ein bisschen ordentlich aussieht. Gut. Ich fahre jetzt nach Hause zu meiner Frau, ich kriege was zu essen. Ich feiere mit ihr jetzt meinen neuen Vergaser und dann hier, ja, legt euch hin. Bis dann. Bis die Tage. Munter!